So, wir waren nämlich eben schon bei 52 Minuten. Hast du Suka mit der Fähigkeit? Können wir mal schauen. Selbst besitzen sowieso wahrscheinlich nicht. These are the paths you have walked. Suzaku. Is this what you want? Mit Ruka Kaka Kaka? Nee, leider nicht. Rakukacha. Rakuka, Lakukaracha. Saku, which can be acquired through fusions of Berth and Huapo. Eh keinen Platz eigentlich. Is this what you want? Da ist auch Rakukacha, sehr schön. This is your power. Und Huapo. Hoffentlich einer der beiden. Perfekt. Aber habe ich Huapo. Ja, habe ich, sehr schön. Ich habe keinen Platz mehr, ne? Ja. La, 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 la. The inmate needs our guidance. Da will ich hin. Phoenix behalten, okay. Obwohl, Chikukuden darf weg, ne? Ja. It will receive significant power. Was passiert? Nichts, weiß ich nicht. Then let us begin. Ergebnis. Nein, nein, ich mache hier erstmal, ich funktioniere gerade, um Platz zu schaffen. Ich mach was anderes. Ich hatte ja keinen Platz mehr leider für den Huapao oder wie der hieß. Huapo, Po. Huapo. Ja, ja. Das ist ja wohl der beiden Gegner. Nein. Ja, weg damit. Glaube ich sogar eine ganz gute Person, die ich jetzt zusammengezimmert habe. Naja, Huapo brauche ich. Huapopo. War sogar noch drauf. This fee is required. Then accept this persona. Achso. 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 Nee, hä? Ach so, nee. Habe ich die jetzt Person erschaffen, die ich hätte gar nicht erschaffen müssen? Die ist schon. Ach, ich weiß doch auch nichts mehr, auch egal. Time for some rehabilitation. You wish to perform an execution. What path do you want? Alles fein, okay. Moment, wie ist das jetzt noch, was ich. Suzaku. Will this truly help you? Mit Dingens kriegen halt, ne? Mit Rakukacha, genau. Nur so erlauben wir die DLC-Person, ist okay. Verstehe. Ja, ich dachte mir einfach nur so, geil, DLC, warum nicht? Einfach mal machen. Ja, aber ich wahrscheinlich eh nicht rein, ja. Halala. Jetzt hassen wir dich. Ach, ich hab mich auch schon vorher gehasst. Lalalala.
Mann, das hier, Alter. Erstmal Rakukata verlernen. Was? Erhöht 3 und dann die Verteidigung. Achso, ich habe als Gegner das gelesen. Nochmal so, was? Wie bescheuert. So. Nächstes Jahr 2B, 2T1. Are you finished? Ja, wäre der gezwungen, ne? Kann mich ja eh nicht dagegen wehren. No slacking off. Weißt du, was ich daran doof finde? Dann muss ich ja auch 2, 3, 4 und 5 spielen. Ich habe einmal zu viel zurückgedrückt, fällt mir gerade auf. Geht ja gar nicht anders. Uff. Und 3? War das 3, der nur für PC existierte? Oder 4? Viel Spaß mit 4, ja. What? Hast du die gewordene Person nicht? Was? What? Ach so, ich bin noch. Ich war noch gar nicht fertig, ne? Ich dachte gerade schon. Ich war noch gar nicht fertig, glaube ich. Zitanta. Noch mit Phoenix Merchant. So war's. Ach gut, dann kriege ich mehr Platz, glaube ich. Zitanta. Denn sie will ja. Da. Hey, sogar eine neue. Cool. Will this truly help you? Select the skills you'd like to inherit. Keine Ahnung. Ist mir doch egal. Rakukaracha. So, und keine Ahnung. It will receive some new girls. Let us begin. War ein A zu wenig, tut mir leid. Ich erlaube keine Rabbits in meinem Stream oder auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen, wenn ich Rayman Raving World spiele, müssen wir es bei dir machen. Nein. Alter, Crackheaderino. Mashallah. Mein Best ewig nicht gesehen. Ja. Mir geht's gut eigentlich. Fast wie einfach. Erstmal dead nehmen. Guten Tag, wie geht's, You change your mind? Danke, mir geht es gut. Mehr kann ich nicht sagen eigentlich. Alles wie immer. What? Strafarbeit. Oh. Ich sehe, es stand auch gerade wieder irgendein Fehler. Fehlt eben für ein Leerzeichen, glaube ich. Ich sollte niemanden dead mailen, was passiert ist auch mit mir. Ist das so, Templar Assassin 689? Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass du damit weitermachst, obwohl es keine Pflicht ist. Hey, du bist wirklich interessant, Häftling. Ich muss sagen, wie Caroline, wie auch immer, schon angemerkt hat, diese Liste ist gut durchdacht. Die Aufgaben treiben dich an, deine Ziele zu erreichen und messen auch deine wahre Stärke. Ja, mag sein. Hey, Häftling, was sagst du zu diesen Aufgaben? Sie sind perfekt, ich liebe sie. Nichts Besseres. Oh, du hast Mumm, Häftling. Nun denn, geben wir ihm die nächste. Mal sehen. Hä? Was zum? Diese Schrift habe ich doch schon einmal gesehen. Meinst du die Handschrift? Ja, verdammt. Ich weiß aber nicht mehr wo. Erkennst du sie, Justine? Mach ihm nach Abschluss der nächsten Aufgabe Komplimente, aber verwöhne ihn nicht, wie du es geübt hast, mit bohrendem Blick und angewinkelter Hüfte. Warte, nicht das, das sind meine Notizen. Ich meine... Du freust dich wohl richtig auf die Besuche des Häftlings. Das ist jetzt egal, ich meine die Handschrift der Aufgaben selbst. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Jetzt wo du es sagst, mir kommt die Schrift auch bekannt vor. Darf ich mal sehen? Schnauze! Steck deine Nase nicht in fremde Angelegenheiten, Häftling. Ehrlich gesagt bekomme ich ein beunruhigendes Déjà-vu, wenn ich diese Liste sehe. Wer hat diese Liste nur geschrieben und warum? Was meinst du? Das Ziel ist doch klar, dem Häftling beim Training helfen. Aber warum genau soll er trainiert werden?
Rehabilitierung? Aber das nur der Befehl unseres Meisters. Die Liste hat aber jemand anders geschrieben, korrekt? Hm. Dann gehen wir einfach davon aus, dass es irgendeinen Grund gibt, von dem wir nichts wissen. Wenn das stimmt, dann zeigt sich der Sinn und Zweck, wenn er die Liste fertig hat, oder? That is correct. Da hast du wohl recht. Von dem etwas Logisches zu hören, das ist wie eine kühle Brise in der drückenden Sommerhitze. Das hättest du nicht sagen müssen. Also, dann belohnen wir dich mal, weil du unsere Aufgabe erfolgreich absolviert hast. Wir gewähren dir jetzt Zugang zur Spezialbehandlung. Hätte ich gesagt, noch zwei weitere? Oh gut. Egal. Wir erlauben dir hiermit Personas zu erschaffen, die du normalerweise nicht bewältigen könntest. Aber trotzdem musst du den Preis dafür zahlen. Bitte nutze es auch gut, damit deine Rehabilitierung Früchte trägt. Enttäusch uns nicht. Nett. Geht tatsächlich noch. Ich bin jetzt gerade voll im Umzugsstress, aber dachte mir mal, hey, guckst du wieder zu. Freut mich. Raymond Raving Rabbits zu Halloween. Oh Gott. Glaubst du dir für viel Geld Personas an so ein Level zu erstellen? Ja, aber das brauchen, weiß ich nicht. Level 5. Ach komm, dann hören wir hier auf. Also, mit dem jetzigen Dings hier meine ich. Ich spiele noch weiter, keine Sorge. Also, ich stelle dir deine nächste Aufgabe. Bitte beachte, dass das nächste Privileg, das wir dir geben werden, sehr mächtig ist. Du musst aber 3 Aufgaben abschließen, bevor du es erhältst. Also gut, hier ist Aufgabe Nummer 1. Neko Shogun wäre eine Multifusion. Ins geht die Karte. Ja, könnt ihr mal gucken, ne? Wenn du ihn erschaffen hast, sprich uns einfach an. Wir werden es merken. Mal sehen, ob du unseren Erwartungen gerecht werden kannst. Wie ist das? Neko Shogun oder so? Neko Shogun. Kann ich direkt machen? Mit? Mist. Dick Harcher. Schade. Schokolade. Seth. Einfach Seth. Hä? Guck mal, ob er das lernt. Ach so. Ach so, stimmt. Muss ich ja. Stimmt. Bin dumm. You okay with this? Nö. Opfer. Schade. Naja. Ach, komm, später drum, ich habe keine Lust mehr. Hast du eine Indikator Sammelkarte bei dir? Sammelkarte. Kann ich es hier schon sehen? Not terrible, but not impressive. Hinter. Hm. Inventar. Voll jetzt sind. Are you finished? What? Gegüstete. Ja, Blankokarten. Ups. Ach so funktioniert das einfach. Okay. Welches Level hat dein Anzug? Ja, der ist auch auf Level 28. Da fehlt nicht mehr so viel. Viereck. Quadrat. Bald also. Die kann ich dann auch so umsortieren wahrscheinlich, ne? Na dann, tschüss! No slacking off. Nicht herum slacken.
Bam, 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 dam, ratatam. Okay, was machen wir jetzt? Hatte ich mir schon was überlegt? Ich könnte lesen. Ich wollte lesen, glaube ich. Ich lese, ich habe zu viel Zeit mit Leuten verbracht. Café LeBlanc. Ifumi. Nein! Achso, warte mal, ich könnte theoretisch meine... Warte mal. Ganz rechts. Ja, ich weiß. Hat wie... Hat sie... Ich wollte mich noch nicht importen. Na, okay, jetzt ist es zu spät. Ja, ja, die ist auf jeden Fall ready. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Person habe. Wir sind beide auf meinem Schulabschluss in Los Angeles. Wir gehen auch an den Strand. Da habe ich einen Badeanzug gekauft. Aber all die Leute. Oh, Verzeihung, das war mein Weg zu persönlich. Sicher an unsere Abmachung, du spielst mit mir, damit ich neue Züge probieren kann. Aus diesem Grund solltest du bei den Grundlagen von Schokolade. Keine Ahnung. Möchtest du eine Partie spielen? I see. Hat sie coole Belohnung eigentlich? Star. Ich weiß nicht, was das heißt, deswegen muss ich jetzt selber nachgucken. Stern. Tatsächlich einfach nur Stern. Ist ja billig. Das klang so nach, keine Ahnung. Eigentlich was anderes und du umschreibst es. Glaube. Tifa wurde zum Chat hinzugefügt. Wie Zeit ist vergangen. Die wurde im Chat entfernt. gut, dass ihr es auf YouTube gar nicht erst sehen musstet. Ich möchte gerne einkaufen schon wieder. Bin jetzt wieder hier. Brrr. This is required. This is your power. Are you finished? What? It is time, inmate. Jedes Mal blechen, wenn ich hier hingehe. So. I look forward to it. Pumak. Ich sehe nicht, was da passiert in seiner Hand, um ehrlich zu sein. Ach, das ist ein Metroid! Oh mein Gott. Oder? Hat er ein Metroid in der Hand? Hilfe. Eigentlich hieß es Pipo Metroid Hawk. Mhm. Ich freue mich auf diese Partie. Ich werde mich umsehen, blabiblub. I'll start. Fold meines Togo-Königreichs rückt vor zur Front, zertrampelt sie alle. Diese jämmerliche Verteidigung soll dich beschützen? Haha, sie ist nutzlos. Erwache, Drache. Drache, erwache! Lass dein Höllenfeuer alle vernichten, Turm des dunklen Infernus. Spannend. Hörst du sie? Die Todesschreie der sterbenden Soldaten, die über das Schlachtfeld heilen? Mit einem inkompetenten König kann kein Soldat seinen wahren Mut beweisen. Nun leidest du. Ja. Endlich ist alles in Position. Meine rechte Hand zittert, da ich meine volle Macht entfessle. Ich rufe den verbotenen Zug, über der dein Ende einläuten wird. Ultimativer Excalibur-Angriff. Schach. Matt. Ja, ich habe es wieder gemacht. Das ist eine peinliche Angewohnheit von mir. Beim Spielen werde ich, ich werde sehr aggressiv, als würde ich die Rolle der Königin über ein Königreich annehmen. Ich bin super.
Hä? Ich finde es ein wenig, naja. Als ich klein war, hat mein Vater mir mit Rollenspielen die Regeln beigebracht. Nach und nach habe ich das Shogi-Brett dann so gesehen, als wäre es mein eigenes Königreich. Ich habe mir Geschichten und Strategien für meine Untertanen ausgedacht, aber im Internet machen sich die Leute anscheinend über mich lustig. Sie finden mich komisch oder sagen, ich bin eine Otaku oder einfach verrückt. Bist du auch eine Otaku? Ich kann es ihnen nicht verübeln. Ich finde mich ja selbst auch komisch. Aber ein bisschen an dich. Deine positive Sicht ist eine willkommene Abwechslung. Vielleicht lerne ich aus unseren Spielen mehr, als ich dachte. Und mal wieder kein Level beim nächsten Mal. Wuhu! Ich leck wieder ab. Um die Straße runter ist ein Otaku-Store. Spannend. Alright. Das reicht für heute. Oh. Ich wollte noch etwas sagen. Liest du manchmal diese Wochenzeitschriften? Naja, ich mache ein Fotoshooting für eine davon. Kann auch sein, deshalb. Warum fragst du? Es gibt aber sowieso noch kein Datum, also... Ich dachte, du wunderst dich sonst, wenn du sie am Kiosk siehst. Da sage ich es dir lieber vorher. Ehrlich gesagt mache ich es nur sehr ungern. Aber wieder ein Fehler. Aber vielleicht bringt das dem Shogi etwas Aufmerksamkeit und macht den Sport beliebter. Jedenfalls rechtfertige ich es so vor mir selbst. Ich habe heute Abend auch noch ein Interview, also machen wir für heute Schluss. Ja, und stimmt, es gibt ja Wissen auch immer. Ja, Peanuts. Until next time. Was sagen? Bin mal gespannt. So, bald kommt ja wahrscheinlich wieder ein bisschen Story, ne? I know this is out of the blue, but like, could we all meet up at LeBlanc tomorrow? Na klar. Oh, sweet. That worried tone. Could he still have summer vacation homework left to do? Was that Morgana? Whoa, how did he know? I actually called it. Anyway, I've already hit up Makoto and the others. I'll be counting on you to get me through this tomorrow. You gotta be kidding. Might as well get some sleep while we can. Es ist immer noch der Strandtag gerade, ne? Oh Junge. That black thing was me? That can't be true. I'm supposed to be human. I should be. If we get rid of the distortion in the depths of Mementos, I'm sure it'll all be fine. Sorry, did I wake you up? Schlecht geträumt. Oh, my sunburns were hurting and that woke me up. Können Katzen Sonnenbrand kriegen? Ich glaube nicht. Because I'm black. Don't you get it? Geh weg. You're thinking that my entire body's covered in fur, aren't you? I've got none on my pads. Toll. By the way, it's not like I'm bothered by this or anything. But hypothetically speaking, okay? What would you do if I turned out to be some weird thing? I'd be bothered by it. If what I saw from earlier is true, is it okay for me to stay with the Phantom Thieves? And even if I'm with the team, I'm useless at the moment. Du heilst gut. It's nothing. Well, I've gotten pretty used to my life as a cat too. And to be frank, this storage room isn't bad either. Then again, I can't wait to turn back to being a human so I can move out. Maybe I'll live a life of luxury in a suite on the highest floor. But rather than becoming some weird thing, maybe staying as a cat isn't so bad either. You and me made a deal, yeah? That means I can stay here,
Isn't that right? Mach was du willst. Lass mich aber schlafen. What you just said, okay? Chance auf Statuseffektheilung bei Mitgliedern in der Gruppe. Alright. I don't care. Man ruft jetzt keine mehr nachts an. True so. Come on. Let's hurry up and get to sleep. Night. It'll be fine, right? Dieser Warntag mit um 3 Uhr nachts. Yes, bitte. Oh, I'm done. As for me, I'm done for. Talk about a cliched way to end your summer vacation. I can't believe you hadn't even touched your homework until last night. Well, everyone's free to spend their time as they choose. I guess some people just can't help themselves. I'm sorry. Come on, I think he's learned his lesson. Nein. More importantly, why don't you folks take a break? Boss! Oh, you're a lifesaver. I'm gonna go pick up some groceries. Mind the shop for a bit. The sports club has aggressively applied kinesthesiology to the team's practices. Samstag Wii Sports Club bei mir. By incorporating their lab's findings on human efficiency into the training regimen, they have developed a... Oh, that reminds me. Isn't there a female athlete from our own school who's made the news? An athlete? Oh, do you mean the one in gymnastics? Yeah, her! The one everyone's saying is super cute. Oh yeah, Yoshizawa, right? Wasn't she gonna be in the summer meet? Or is that already over? Ah, Tsumi. About that. Makoto? Well, I just happened to overhear a couple teachers discussing it when I was heading to school the other day. Hauchbuffer mit Fluch. Fluch 2 soll später die Reforged-Behandlung halten. Revolution spricht von einer Renaissance der Reihe. Aha. Yoshizawa-san's results in the meet? They weren't exactly stellar. I see. There seemed to have been a great many people expecting her success there. It's gotta be tough for her. Yeah. Ain't there one more meet left this year in gymnastics, though? Shit must be rough right now. But if she can nail that one, who cares what anybody at school says? Oh, that also reminds me. Wings away eye content. So, I just so happened to bump into Mishima-kun before summer vacation started. And? He seemed really mad. I asked him what was wrong, and he showed me some posts on an underground site about our school. It pretty much said the school's planning to abandon any honors student who isn't actively making Shujin look better. Whoa, wait a sec. There was no name, and it sounded like just another rumor at first. But could this be about Yoshizawa-san? Who knows? Still, ever since the case with Kamoshida, the school's been frantically trying to improve its public image, right? At the very least, this abandonment of honor students would fall in line with the school's real mission. I can't deny the possibility that they would do this to Yoshizawa-san. They dump all their hopes onto their athletes, and if they don't cut the mustard, they're out like the rest of the trash, huh? Regardless of whether it's true or not, such behavior is extremely self-serving. Just like we thought this whole time. There's still tons of shit wrong with society. Yeah. We don't know what'll happen to Yoshizawa's spot on the team. But at the very least, we can keep up our efforts to prevent the worst case scenario. Worst case?
Next up, our spotlights on a topic everyone's talking about, the Phantom Thieves incidents. Zumi-Bumsen. Schön wär's. The Phantom Thieves shocked the world by silencing a globally notorious hacktivist group. Their popularity goes beyond our own borders, with foreign media following them closely as well. Many are heralding them as dark heroes and gentlemen thieves for a new age. Whoa, this is getting pretty crazy. So the whole world really knows about us. Ich hab's genau gesehen, was da gerade war, hinter dem Kopf von ihm. Achso, das reicht jetzt oder so. Jeder redet nur noch über die Phantomdiebe. Wer sind sie? Ob sie gut sind oder böse? Das nervt. Kreuzworträtsel. Je berühmter wir werden, desto mehr öffnet sich Mementos also, ja? Das kriege ich nicht aus dem Kopf. Und darum konntest du dich bis heute nicht auf deine Hausaufgaben konzentrieren, richtig? Ja, ganz genau. Klingt mir nach einem Vorwand. Aber darüber habe ich mich schon gewundert, warum das wohl so ist. Weiß Morgana irgendwas? I don't know. I don't even remember how I first learned about Mementos. Arbeiten. Nie wieder arbeiten. Erinnert sich nicht. Ah, dann können wir es nicht herausfinden. Es wird vermutlich klar, wenn wir als Phantomdiebe weitermachen. Das Wichtigste ist jetzt die Identität des Verbrechers, der das Meta-Universum nutzt. Das ist vielleicht der Mörder meiner Mutter. Ich werde ihn finden, koste es, was es wolle. Weißt du, früher hat uns in einigen Bereichen so einiges gefehlt. Aber nachdem Futaba uns jetzt hilft, haben wir haufenweise Möglichkeiten. Ja, wir haben auf echt unerwartete Weise ein fantastisches neues Teammitglied bekommen. Ach, jetzt werde ich ganz rot. Warum ist eigentlich oben da, oben sind ja die fünf Bilder von den Teammitgliedern, ne? Warum ist Makoto weiß, also denn der Runde, alle anderen schwarz? Fehlt da nicht irgendwer? Nee, ja gut, Morgana theoretisch. Naja. Wir zählen auf dich, Futaba. Das ist viel besser, als wenn uns eine blöde Katze lotst. Kreuzworträtsel. So ist die Haut nach zu viel Sonne verbrannt. Glühend. Heiß. Heiß mit Doppel-S. Englische Abkürzung für Lichtschutzfaktor. Oh Gott. Sex. Sun Protection Faktor. Keine Ahnung. Ausdruck von Schmerz. Aua. Anderes Wort für Dilemma. Tod. Ach so, eine Not. Ja, okay. Naja, ja, ein Dilemma ist eine Not. Aber nicht jede Not ist ein Dilemma oder so. Whatever. Verbrannt. Ich hab's, die Antwort ist verbrannt. Es handelt sich um eine Hautverbrennung durch ein Übermaß an UV-Strahlung, wodurch sie vorübergehend die Pigmentierung der Haut ändert. Viele Oberflächen spiegeln UV-Strahlen, darunter Wasser, Sand und Schnee. Darum kann es auch beim Skifahren und Snowboarden zu Sonnenbrand kommen. Alright. I see. Nice. Nicht gesund. Für die Haut. So, verbrennen. Und trotzdem passiert es mir jedes Jahr. Meistens immer nur so ganz leicht. SPF. So, wer hat Bock? Sugiro hat Bock, aber auch nicht Bock. Hier passiert schon. Oh, Mishima, der alte Pimmelberger. Mishima ist Autopilot. Den nehme ich. Mishima, Mama. Ja, Boost ist auch noch eine Sache auf jeden Fall.
Beepen, bappen, boopen, bäh. What should we do? Beepen, bappen, boo. Bäh, beep, bäh. Bäh. Boopen, bappen, bi. Kazumi. Sie ist nicht Level up, ne? Na komm, nehme ich sie. Düb, däb, dip, wusch. Meine Gefühle soll ich mit einer anderen Person angucken. Ich liebe dich. So, What do you think? Mifima. Man, it's hot. Kazuya Mishima. Es ist verdammt heiß, selbst die Fans. Ja. Die Fans, ha, die Ventilatoren. Phantomdiebe, bla bla, Klimaschmelze, bla bla, vielen Dank, bla bla. Können wir mal darüber reden, wie ich euch helfen kann? Hast du Zeit? Ja. Gehen wir zu einem Ort in der Nähe. Sorry. Eine Sekunde. Das war Akiyama-kun. Er möchte sich mit mir treffen. Er ist ganz in der Nähe. Er klang ziemlich ernst. Wir sollten ihn nicht ignorieren. Kommst du mit? Akiyama-kun! Mishima! Ah, das ist unser Mann. Pass auf, Akiyama-kun sagt, er kann diesen Monat nicht zahlen. Willst du es ihm nicht auslegen? Wozu hat man schließlich Freunde? Lieb's auch, wie ich immer noch meine Hände in der Hosentasche hab. Und Freunde? Hä? Seid ihr zwei keine Freunde? Also nicht uns zu verarschen, Akiyama. Soll dieser Loser da der Freund sein, der dir helfen wollte? Wenn du mit dieser kleinen Bitch Akiyama nichts zu tun hast, dann verschwinde lieber. Komm, Toru, wir müssen uns wohl mal ein wenig mit seiner Freundin hier unterhalten gehen. Freundin? Achso. Bitte nicht, ich flehe euch an. Sorry, du hast unseren Deal nicht eingehalten. Jetzt halt sie deine Schulden, wenn du verstehst. Das hast du davon, dass du uns verarschen wolltest. Oh, du bist so schön fies, Yuta-kun. Akiyama-kun. Hurra, lauf! Ich bleib hier. Bist du sicher? Ich will dich da nicht reinziehen, aber natürlich ist es beruhigend, wenn du da bist. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es ist riskant, aber es könnte klappen. Schön, dass wir direkt daneben stehen. Wenn mir etwas passiert, kümmere dich um Akiyama-kun, oder? Oh Gott. Hey, Leute! Metal-Leute! Scheiße, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Hey, du bist immer noch hier. Lauf weg, du Idiot! Lass Akiyama-kun in Ruhe. Ich habe das ganze Gespräch auf Video aufgenommen. Was? Wenn ihr Akiyama-kuns Freundin irgendwas antut, bringe ich es direkt zur Polizei. Und es bringt nichts, wenn ihr mein Handy kaputt macht. Das ist schon ein Backup auf der Cloud. Ey, was machen wir jetzt? Uns passiert nichts. Die Polizei macht einen Scheiß wegen dem blöden Video. Lauf nach Hause zu deinen Anime-Girls. Wir haben keine Zeit für Loser wie dich. Glaub mal an dich. Willst du einfach hinnehmen? Du hast recht. Ey, ich weiß, ihr wollt tough sein und so. Aber ist es euch das wirklich wert, wegen so etwas verhaftet zu werden? Ich meine, das Video reicht locker aus, um euch in den Knast zu bringen bei euren Vorstrafen. Woher weißt du davon? Unwichtig, lass einfach Akiyama-kun in Ruhe, dann sind wir quitt. Und wenn ihr Wort haltet, dann lösche ich das Video und das Backup auch. Löscht sie jetzt sofort. Nein. Yuta-kun. Ich hab genug von dem Scheiß. Mann, ich dachte, ich krieg einen Herzinfarkt. Länger hätte ich nicht mehr schauspielen können. Gerade noch. Hahaha, ich bin so ein Loser, oder? Du warst voll geil drauf, Mann. Findest du? Sogar wenn ich mir ein bisschen in die Hose geschissen habe? Ich habe einfach genug Erfahrung mit Mobbing und weiß, dass solche Typen schon mal verhaftet wurden. Und danke für die Unterstützung. Solche Ungerechtigkeit darf man nicht ignorieren. Ich verstehe es jetzt. Wegen diesem Gefühl wollte ich euch von Anfang an helfen. Deswegen habe ich die Fanzeit gemacht, damit nie wieder jemand sowas erleben muss. Cool. Ja. Da war er, der wundervolle Sound. Wenn ich ein S wäre, wäre ich ein SZ. Okay. Alright. Akiyama-kun, geht's dir gut? Die haben dich ja richtig übel in die Mangel genommen.
Mishima, warum bist du mir hast du mir geholfen? Hä? Du hättest dich nicht einmischen müssen. Tut mir leid, aber es sah aus, als säst du echt in der Klemme, also wollte ich helfen. Wirklich? Egal, kannst du gehen? Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Mir geht's gut, geht einfach. Oh. Alles klar, komm schon. Well, see you later. Bis dann! Oh, hast du gerade Zeit für ein Gespräch? Die Panik setzt endlich ein. Ich zittere so sehr. Ich muss mit jemandem reden. Hey, glaubst du, alles wird gut? Was wäre, wenn mir diese Typen heimlich nach Hause gefolgt wären? Aber meine Modellwaffe und mein Sicherheitssystem sollten mich beschützen, oder? Du packst das. Woher nimmst du diese Zuversicht? Oh, aber es hat mich beruhigt, mit dir darüber zu sprechen. Jedenfalls, ach, ich bin so müde. Ich wünschte, ich könnte einfach pennen, aber ich muss diesen Typen nachgehen. Uff. Und dann muss ich auch noch die Fanzeit modden, sieht ganz nach einer Nachtschicht aus. Danke, dass du dir das alles angehört hast. Okay, bis später. I never expected what happened to Futaba's mother would be connected to those incidents in the city. We can't leave this be. Ja, ja. Though this scoundrel has the same power as us, they're triggering people's mental shutdowns. If they truly exist, who can stop them? Only us. This is getting interesting. Hmm. We've got a new addition to the team, so it's time I flex my veteran skills. Oh Gott, da wird recht aufgeregt. Buben, baben, bieb, babu. Wann ist eigentlich wieder Schule? Hey, wir müssen reden. Komm runter. Komm runter! What's up? Hm. Hey, get ready. We're going out for lunch. Just the three of us. Klingt gut. Machen wir beim nächsten Mal. Sind wir jetzt erst 42 Minuten? Ein bisschen kürzer, aber ich muss schon wieder pissen. naja gut, in 6 Stunden Streams zweimal pinkeln ist, denke ich, okay. Am Morgen sind die Tage wieder schwarz. Ah ja. Noch 13 Tage, dann ist heute. Stimmt, die Tage sind nochmal rot, ne? Ich hab Fast Forward an. Stimmt. Ich wollte Menü anmachen, aber es geht ja gar nicht. Aber ist ja egal. Können wir ja ruhig stehen lassen. Bis gleich. Also nachher, also gleich. Also morgen. Hä?